Ich grüße dich auf diesem YouTube-Kanal und heute stelle ich dir mein Equipment vor, beziehungsweise wird es hauptsächlich um diese Lötstation gehen. Das ist meine neue Heißluftstation und das ist die alte Heißluftstation. Und die werde ich vorstellen und kurz vergleichen. Natürlich ist es ein ungleicher Vergleich, da diese Heißluftstation natürlich viel, viel besser ist. Sonst würde ich mir die nicht kaufen. Die Hakko FR 810B ist eine japanische Heißluftlötstation mit einer Gesamtleistung von 1200 Watt. Also sprich, diese Leistung zieht diese Station aus dem Netz. Und hier kommen letztendlich 670 Watt raus. Die Luftmenge kann man von 5 Liter pro Minute bis 115 Liter pro Minute kontrollieren. Die hat 5 Voreinstellungen, das heißt, man kann 5 Temperatur- und Luftstromwerte abspeichern und die bei Bedarf schnell abrufen. Des Weiteren hat die hier einen integrierten Auflagesensor, das sprich man legt die Heißluftpistole, sage ich mal, hier ab und die Station schaltet automatisch bzw. regelt die Temperatur und den Luftstrom runter und kühlt dabei die keramische Heizeinheit, die hier verbaut ist, ab. Des Weiteren hat sie hier noch so eine Vakuumpinzette. Dafür gibt es, glaube ich, so einen Aufsatz für bestimmte Chips, bestimmter Bauform. Und man kann mit der Pinzette die Chips dann sozusagen von der Leiterplatte runternehmen. Des Weiteren hat sie hier diesen Start-Stopp-Knopf, sprich, dann fängt die Station zu heizen und der Lötvorgang kann beginnen und die Vakuumpinzette wird hier auch gesteuert ein- und ausgeschaltet. Das hat sich im Betrieb als ein bisschen nachteilig herausgestellt, da man, wenn man das benutzt, passiert es, dass manchmal einfach man mit der Hand hier rankommt und dann schaltet man die Station ab, beziehungsweise man schaltet die Vakuumpinzette an oder aus. Das passiert manchmal. Des Weiteren kann man bei der Hakko-Station die 5 Voreinstellungen zu einem Gesamttemperaturprofil zusammenstellen, so dass man komplexe Lötprozeduren durchführen kann. In der Praxis, also zumindest ich habe es nie benutzt und werde wahrscheinlich auch das nie benutzen, weil dafür habe ich eine BGA-Station. Ich denke mal, in der Praxis es ist kein relevantes Feature für die meisten, würde ich sagen. Also ich wüsste nicht, wo ich das einsetzen kann. Zum Beispiel, wenn man auf die Hakko-Webseite geht, dann sieht man hier folgendes Aufbau. Da siehst du zum Beispiel die Pinzette, die integrierte Pinzette mit bestimmten Aufsatz, um QFN-Chips ablöten zu können, und der ganze Aufbau sieht dann so aus. Dafür ist es wahrscheinlich gedacht. Aber wie gesagt, ich habe mir die Lötstation, die Heißluftstation nicht dafür gekauft, da ich eine BGA-Station habe, die eigentlich viel, viel besser ist als dieses Aufbau. Deswegen betrachte ich dieses Feature als komplett irrelevant für die Praxis, was eigentlich den Preis wahrscheinlich hochtreibt. Man könnte eigentlich diese Vakuumpinzette komplett weglassen und vielleicht eventuell ein günstigeres Modell rausbringen.
Was sich bei der Haku nochmal wirklich negativ rausgestellt hat, ist dieses Bedieninterface. Das ist sehr schwer zu bedienen. Also das ist wirklich, da hackt es wirklich, muss ich sagen. Also das ist ein echter Grund, die Station nicht zu kaufen. Die Station ist so schwierig zu bedienen und das passiert immer wieder. Jedes Mal im Alltag muss man das über sich ergehen lassen. Mit der Zeit gewöhnt man sich ein bisschen dran, aber es kommt immer wieder, dass man sich ärgert. Ansonsten, die Lötleistung ist total super. Ich bin von der Lötleistung begeistert, wie schnell man die Chips ablöten kann, wie unproblematisch das Ganze geschieht. Auch bei Logic Boards von MacBooks, da die Boards sehr, sehr Wärme ableitend sind, deswegen sind die auch schwer zu erhitzen, sprich auf eine bestimmte, auf die Löt, sprich auf eine bestimmte Temperatur zu bringen, dass sich der Chip ablöten lässt. Zum Beispiel mit dieser Lötstation ging es überhaupt nicht. Sogar wenn ich jetzt so ein Logic Board auf die BGA-Station gepackt habe, also gelegt habe und den unteren Erhitzer eingeschaltet habe und sich die Leiterplatte erwärmt hat, dann habe ich die Heißluftstation genommen und versucht, den Chip abzulöten. Auch so ganz kleine Chips, die 5x5 mm groß sind, konnte ich mit der Station nicht ablöten. Deswegen war es wirklich an der Zeit, sich was Neues zu kaufen. Und mit der Station geht das problemlos. So, das war der kurze Überblick zu der Hakko. Jetzt zu dieser Station. Das ist eine chinesische Station. Welche Firma weiß ich jetzt nicht. Die Bezeichnung lautet CD-3, Quatsch, 930L. Und die Station hat Gesamtleistung von 320 Watt, also insgesamt die Station vom Netz zieht. Was hier letztendlich rauskommt, da habe ich keine Ahnung, gibt es keine Angaben, aber das ist total erbärmlich. Was bei der Station positiv auffällt, ist einfach dieses Bedienfeld. Man stellt hier den Luftstrom ein. Also kleiner, stärker. Und hier stellt man die Temperatur ein. Und das war's. Das ist total simpel und eigentlich sich von alleine erklärend. Wobei man hier sich wirklich erstmal die Bedienungsanleitung durchlesen muss, um das eigentlich nachzuvollziehen. Also da haben sich, ich hatte manchmal das Gefühl, dass die Ingenieure von Hakko die eigene Station nicht mal im Testbetrieb gehabt haben. Bei der Hakko wird Folgendes mitgeliefert. Da wird ein Aufsatz mitgeliefert, bisschen knauserig, würde ich sagen. Dann so eine kleine Silikonmatte, um die Aufsätze auswechseln zu können. Das geht recht zügig. Das ist wirklich positiv aufgefallen. Zack, hat man einen anderen Einsatz draufgesteckt und kann sofort weiterarbeiten. Das kann man auch machen, ohne das Ganze abkühlen zu lassen, da die Silikonmatte dich vor Verletzungen schützt. Dann war noch natürlich ein Stromkabel hier, Lieferumfang dabei. So ein Rädchen hier ist eigentlich dafür da, um das hier so zu montieren, um die integrierte Vakuumpinzette hier auszufahren. Wie gesagt, für mich komplett nutzlos. So, bei der Station war natürlich auch das Netzkabel mit im Lieferumfang. Und da waren schon, glaube ich, drei Aufsätze mit dabei, was eigentlich ganz gut war. Übrigens, dieselben Aufsätze passen hier drauf. Das ist schön, weil die Offsätze sind eigentlich eine Kopie von der
von den Aufsätzen zu der alten Hakko-Station. Das ist nachgemachte Aufsätze für die alte Hakko-Station, wie das so oft bei Chinesen ist. Des Weiteren ist die Station übelst laut. Zeige ich dann später im Betrieb. Ich werde was ablöten mit beiden Stationen, wenn es klappt, natürlich mit der. Ja. So, jetzt habe ich mir ein Mainboard geschnappt und ich werde einfach mal diesen Transistor hier auslöten mit dieser Heißluftstation. Vorab, ich werde das hier eigentlich, beziehungsweise ich habe das immer so gehandhabt bei der Station. Ich habe einfach komplett auf Maximum alles eingestellt bei der Lötstation, ohne Rücksicht auf Verluste, beziehungsweise es ging gar nicht anders, irgendwas auszulöten mit der Heißluftstation, ohne das auf Maximum alles einzustellen. Ich glaube, ich gebe es auf. So, wie du gesehen hast, passiert bzw. ist da nichts passiert. Von daher sage ich gleich von vornherein, lass die Finger von dieser Lötstation. Egal, ob du jetzt Hobby-Elektroniker bist oder das wirklich professionell machen willst, lass die Finger von dieser Lötstation. So, jetzt die Hakko-Station. Ungefähr die gleichen Voraussetzungen. Ich habe das Mainboard jetzt abkühlen lassen, dass da gleichen Bedingungen, also ungefähr die gleichen Bedingungen herrschen. Was mir jetzt noch bei der Hakko aufgefallen, also noch ein negativer Punkt, das Display ist sehr, sehr schlecht ablesbar, wenn die Sonne scheint. Das sieht man wahrscheinlich jetzt auf Video nicht so gut, aber es ist wirklich schlecht ablesbar, wenn die Sonne ein bisschen drauf scheint. Das ist auch so ein Punkt. So, jetzt habe ich den gleichen Aufsatz drauf gesteckt. Übrigens, unterschiedliche Aufsätze könnt ihr unten über einen Link kaufen. So, dann versuche ich das jetzt mit der Hakko. So, die Hakko regelt relativ schnell die Temperatur hoch, sodass man zügig arbeiten kann. Und wie gesagt, hier die Tasten kann ich jetzt das Ganze abbrechen und die Station kühlt jetzt diesen Heizelement hier nochmal ab und dann geht der innere Kompressor aus,
Und das Gebläse dementsprechend geht dann auch aus. So, jetzt ist die Station aus und genauso kann man das hier über diesen Taster hier das Ganze starten. Beziehungsweise man kann auch die Vakuumpinzette hier ein- und ausschalten. Und schon ist der Transistor abgelötet. So, wenn ich jetzt den Föhn hier auf die Ablage drauflege, dann schaltet die Station auch automatisch ab. Das wird durch dieses Piepen verdeutlicht. Das kann man im Menü abstellen, wie man will, also entweder ist der Sensor an und registriert das Ablegen des Föhns, oder man kann den Sensor abschalten und das Ganze dann über den Taster hier steuern. Das Ablöten würde noch mal viel viel schneller gehen, indem man den Luftdurchsatz einfach erhöht. Das war jetzt auf der Stufe 5, es geht bis zu der Stufe 9, glaube ich. Ja, da haben wir schon das Problem, dass es sehr schlecht ablesbar ist. Ja, bis zu 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das ist auch so ein Punkt, diese Ablesegeschichte. Das stresst in der Praxis eigentlich auch. So, jetzt ganz kurz zu der Bedienung der Station. Und zwar kann man hier die Voreinstellungen auswählen. 1, 2, 3, 4, 5. Sprich, beziehungsweise man kann die Temperatur und den Luftdurchsatz abspeichern und das so schnell abrufen. Und zwar, man startet die Station. Natürlich muss man den Föhn abnehmen. Nein. Ich muss erstmal aus dem Einstellungsmodus rausgehen, und das genau das meine ich jetzt mit der Bedienung. Was willst du jetzt von mir? Da blinkt noch irgendwas. So, jetzt blinkt es nicht mehr, jetzt wird es funktionieren. Genau das meine ich jedes Mal. So, also starten, und dann kann man umschalten zwischen den Voreinstellungen. So, zack. 4, 5, 1, 2. Und dann muss man nochmal die Taste hier betätigen, um zu der Voreinstellung zu wechseln. Total kompliziert, wie ich finde.
So, 290 Grad, das ist die Einstellung 3 bei mir. Jetzt kann ich zum Beispiel hier auf die Einstellung 2 wechseln. Ja, kann ich nicht. Ja, genau das meine ich. So, was willst du jetzt von mir? Nein. Ach, Gott. So, jetzt geht's. 4, 5, machen wir auf 1. So, und auf 1 habe ich... was ist das hier? 6. Stufe 6 beim Luftdurchsatz und eine Temperatur von, ich glaube, 200 Grad, oder? Nein, 180. Auch nicht. Doch, 180, ja. Den, beziehungsweise die Luftmenge stellt man, indem man die Taste R hier drückt, ja, und die Stufen hier runter bzw. hochstellt. So, jetzt habe ich wieder das Problem, das Display abzulesen. So, was ist das jetzt? Das ist eine 5. So, 4. Und dann, wenn man jetzt auf R nochmal drauf geht, also beziehungsweise eine Taste betätigt, dann hat man das eingestellt. Also die Lufteinstellung ist eigentlich einfach, so hätte man es eigentlich bei den Voreinstellungen machen können. Und ich habe es eigentlich lieber, wenn man solche Drehknöpfe hat, wie zum Beispiel bei dem Weller Lötkolben, also Temperatur. Und hier hätte man nochmal ja, den Luftdurchsatz genauso in Regler für den Luftdurchsatz montieren können. So, jetzt zeige ich, wie man die Temperatur man bei der Haco einstellt und werde nochmal einen größeren Chip hier auslöten. Das ist mit der Station problemlos möglich und ich werde in dem Fall sogar kein Flussmittel einsetzen. So, jetzt bin ich auf der Stufe 5 und auf der Stufe 5 sind bei mir 390 Grad eingestellt. Und die Temperatur wechselst du, indem du diese Taste hier festhältst. Okay, doch nicht 390 Grad, weil ich wahrscheinlich davor noch ein bisschen rumexperimentiert habe. Ja, du hältst diese Taste, bis die erste Stelle blinkt. Und dann kannst du die Temperatur hier einstellen. Also hochgehen, runtergehen. Wenn du die Sternchen-Taste nochmal betätigst, dann gelangst du zu der zweiten Stelle und kannst auch hier die Temperatur einstellen. 390 Grad habe ich gesagt. Und letztendlich bist du, wenn du es nochmal betätigst, landest du bei der dritten Stelle und kannst dementsprechend die Temperatur bis auf 1 Grad genau einstellen und das Ganze, beziehungsweise aus diesem Einstellungsmenü gehst du raus, indem du die Taste hier mehrmals betätigst. So, nochmal, und jetzt hast du es eingestellt, was ich eigentlich total umständlich finde. Okay, den Luftdurchsatz stelle ich auf 6 und den Aufsatz habe ich abgenommen, weil ich brauche eine große Fläche. Ich muss eine große Fläche erhitzen, deswegen habe ich den Aufsatz abgenommen.
So, ich denke mal, das ging ziemlich zügig, sogar ohne Flussmittel ging das relativ schnell. Und wie gesagt, wenn man den Luftdurchsatz einfach höher stellt, dann geht es noch schneller. Man kann auch die Temperatur höher stellen, geht es noch mal schneller. Aber da ist die Gefahr, dass man die Chips einfach überhitzt. Deswegen denke ich mal, sollte man das nicht machen. Beim Ablöten ist es noch okay, aber beim Verlöten sollte man da mit der Temperatur vorsichtig sein. So, dann zeige ich noch mal, wie man diesen Ablagesensor abschaltet. Das wollte ich schon lange machen, weil mich das so ein bisschen stört, weil es gibt Momente, wo man einfach den Föhn so ablegen möchte und man kann den einfach nicht so ablegen, weil der eingeschaltet ist, weil man einfach zwei freie Hände haben will, möchte man den kurz ablegen. Und diese automatische Abschaltfunktion stört dann in dem Augenblick, da die Station fängt dann automatisch die Temperatur runter zu regeln. Das heißt, später, wenn ich dann so wieder dann irgendwas löten will, nach 10 Sekunden oder an einer bestimmten Zeit, dann muss ich wieder warten, bis es auf die entsprechende Temperatur dann wieder hochregelt. Und das ist ein gewisser Zeitverlust und so lässt sich nicht wirklich angenehm arbeiten. Für mich zumindest. So, dann werde ich jetzt zeigen, wie man den automatischen Abschaltsensor abschaltet. Und zwar schaltet man den Sensor folgendermaßen ab. Man muss die Station abschalten. Diese Pfeiltaste festhalten und die Station wieder einschalten. Dann gelangt man in ein bestimmtes Einstellungsmenü. Das ist dieses Menü hier. Und die 01, die da blinkt auf dem Display, ist Parameter Nummer 1 zum Beispiel. Und wir müssen zum Parameter 7. Sprich 7, ist man gleich bei 7. Dann tippt man die Sternetaste. Und die Einstellung 0 heißt, dass der Sensor abgeschaltet ist. Die Einstellung 1 heißt, dass der Sensor eingeschaltet ist. 0. Und das Ganze speichert man ab, indem man die Sternetaste festhält, bis ein Y kommt. Und man bestätigt Y, also Yes. Y für Yes, nochmal mit der Sternetaste. Und die Einstellung ist gespeichert. Und wenn man jetzt den Föhn ablegt, geht das Ganze nicht aus. So, ganz kurz an der Stelle zu den Alternativen. Und zwar soll diese Heißluftstation okay sein, also die Quick 857. Aber die ist schwer zu bekommen mittlerweile. Und für den Einsteiger ist es, glaube ich, optimale Heißluftstation. Die andere Möglichkeit ist die Quick 861. Die soll sehr gut sein, sehr leistungsstark, hohen Luftdurchsatz. Die hat einige Nachteile auch. Und zwar die Aufsätze lassen sich hier sehr schwer austauschen, beziehungsweise nicht so schnell wie bei der Hakko. Und die ist auch sehr laut. Und solange die abkühlt, kann man da nichts machen, kann man keine Temperatur einstellen, soweit ich das gesehen habe auf YouTube. So, dann gibt es diese Welle hier. Und wie gesagt, ganz schöne Ausführung jetzt meiner Ansicht nach. Und zwar kann man hier den
Luftdurchsatz regeln und hier kann man die Temperatur regeln. Und die ist von der Leistung hat sie 20 Watt weniger, was sehr wahrscheinlich auch ausreichend ist. Beziehungsweise die Lötleistung soll auch bei der Weller sehr gut sein, also ähnlich wie bei der Hakko. Das große Manko ist, dass die Aufsätze richtig teuer sind und es wird nicht mal ein Aufsatz mitgeliefert, glaube ich. Doch, hier ist was, wird was mitgeliefert, glaube ich. Ja, jedenfalls sind die Aufsätze sehr teuer. Und die kostet 300 Euro mehr. So, und dann hier nochmal die Hakko 810B. Das ist die Station, die ich gezeigt habe. Ich habe auch die Station hier auf der Webseite gekauft. Unten stelle ich den Link zur Verfügung. Ging recht schnell und unkompliziert die Bestellung. Ja, meine Empfehlung würde wahrscheinlich die Station sein. Die werde ich bestimmt für den nächsten Mitarbeiter anschaffen, um einfach mal auszuprobieren und zu vergleichen. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Kompromiss zwischen Leistung und Preis. So, in dem Sinne, ich hoffe, du hast was Neues gelernt. Lass es länger leben, schone die Ressourcen. Ciao.